Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BXWIST TV. Heute in ungewohnter Kulisse. Ich freue mich sehr über die Einladung von Alexander Berger von Daubenthaler See. Wir sind in Stuttgart auf der Dachterrasse bei den Büros von Daubenthaler. Freut mich sehr für die Einladung. Gerne, ja, dass du aus der Schweiz extra zu uns gekommen bist. Ja, ja, so ab und zu bin ich ja noch familiär auch gebunden in Stuttgart. Deshalb habe ich es mit dem Heimatbesuch verbunden. Ja, Alexander, du bist unser Experte für politische Themen. Wollen wir heute mal einen Vorgriff gehen auf die Bundestagswahl, die in Deutschland ansteht, wenn wir schon in Stuttgart uns befinden. Im Herbst, Ende September sind die Wahlen und die Umfragewerte schwanken zum Teil heftig. Wie ist die aktuelle Situation? Also wir haben noch ganz, ganz viele Optionen, wer die Wahl gewinnen kann. Und zwar gibt es ja auch, also man kann so ein bisschen Copy-Paste zu Amerika gehen. Wann werden Wahlen denn heutzutage entschieden? Und die werden entschieden im Prinzip kurz vor der Briefwahl, weil da inzwischen 20-30% ja auch wählen, weil es ja auch bequemer ist. Und natürlich kann ich bis am letzten Tag kann ich noch eine Wahl natürlich verlieren, indem meine Partei oder ich persönlich irgendwas Falsches sage. Aber natürlich ist dieses Jahr ganz besonders, weil wir ja jetzt auch, wie wir es heute in der Königstraße auch hier sehen, die Leute wieder natürlich rausgehen, die Freiheit einfach genießen. Und das bringt den Wahlkampf dieses Jahr komplett durcheinander, weil die Themen auch durcheinander kommen damit. Ja. Natürlich ist Umwelt ein Thema, das bei allen Parteiprogrammen natürlich mit enthalten ist, ist auch bei allen ein Thema. Und jetzt kommt es darauf an, wer im Prinzip das Thema Umwelt den Leuten auch so verpackt, sage ich mal, dass es jetzt nicht mit weiteren Verboten zu tun hat oder mit Steuererhöhungen und Ähnliches, weil alle haben natürlich weniger Geld durch die Pandemie. Natürlich genießt auch jeder jetzt die Freiheit. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich schränke euch wieder ein in der Wahl, dann wird es schwieriger. Und wer das am elegantesten, sage ich mal, auch präsentieren kann und auch Lösungen dafür hat, weil wir brauchen natürlich ja auch Wirtschaftswachstum in Zukunft, der hat die Wahl gewonnen. Und siehst du außer dem Thema Umwelt, das sicher im starken Fokus ist, insbesondere dieses Jahr, auch noch weitere Themen? Und gibt es vielleicht Themen, die einer Partei vielleicht mehr zuspielen wie anderen? Ja, also das Thema Arbeitsplatzsicherheit wird dieses Jahr spätestens dann auch im Herbst rein noch deutlich wichtiger. Aktuell ist es so, dass natürlich jetzt das alles aufblüht wieder, natürlich, dass auch jetzt die Restaurants ja aufmachen, auch die Einzelhändler. Aber ich glaube, am Ende des Sommers wird das Thema Arbeitslosigkeit, auch Existenzängste wird zurückkommen. Und das wird dann den Wahlkampf nochmal komplett durcheinander bringen. Das Thema Umwelt ist bei allen Parteien irgendwo auch im Parteiprogramm. Es gibt natürlich Parteien, die haben das mehr im Fokus, manche weniger. Aber es haben alle letztlich im Parteiprogramm, was auch ich immer ganz spannend finde zu lesen. Ne? Also auch als Wähler natürlich ist es sinnvoll, mal einfach mal durchzublättern, ob eigentlich die Partei für mich passt oder nicht. Aber ich glaube, das Existenzängste, das wird den Wahlkampf dann auch treiben. Haben da auch so Kleinigkeiten wie Homeoffice-Pflicht oder verlängerte Homeoffice-Zeiten auch Einfluss oder ist das eher ein Randthema in dem Fall? Ich glaube, es ist eher ein Randthema. Also wir mögen alle das Homeoffice auch. Wir mögen aber auch natürlich die Kollegen wieder vor Ort haben. Ich glaube, auch wir sind ja auch nur einmal in der Woche im Büro. Man vermisst dann auch irgendwann natürlich auch den sozialen Kontakt. Und ich glaube, das geht allen so. Eine Homeoffice-Pflicht, glaube ich, da kommt man nicht weiter. Die Option dazu bei dem, wo es passt, ich glaube, das nutzt auch jeder aus. Auch jeder mag Videokonferenzen. Alles toll, aber ich glaube, am Ende des Tages werden viele Leute auch wieder sagen, Gott sei Dank, ich komme aus meinen eigenen vier Räumen wieder raus und bin wieder im Büro. Und von dem her, da glaube ich, kann man keinen Wahlkampf damit gewinnen. Ne? Na, so wie du schon sagst, ist auch mal schön, sich wieder persönlich auch mit genügend Abstand trotzdem auch mal persönlich zu sehen. Vielen Dank für deine Einschätzung zur Bundestagswahl und du wirst uns auch diesen Sommer weiterhin begleiten. Wir werden das Thema regelmäßig bei uns bei BXWIST TV bringen. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns rein, wenn es heißt Experteninterview bei BXWIST TV. Vielen Dank.